Backlanger Silvesterlauf. Und der BLV, der gibt immer mal so Meldungen raus. Und da stand jetzt drin, Backlang hat es geschafft, unter die Top 3 der deutschen Silvesterläufe gemeinsam mit Trier und Bietigheim. Da kriegt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, oder? Ja, ich denke, da kann man schon etwas stolz drauf sein, weil ja, das ist schon was Besonderes. Trier bekannt geworden ist dieser Lauf, vor allem durch das Publikum, die einfach hier euphorisch mitgehen. Wir haben eine tolle Innenstadt, wir haben eine klasse Strecke mit 2,5 Kilometer, 4 Runden. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, das gibt es fast nirgends. Und ja, mittlerweile ist es, glaube ich, Kult in Backnern. Alle Backnanger, die müssen zum Silvester, an Silvester muss man zum Silvesterlauf und Glühwein trinken, eine rote Wurst essen, hier die Sportler anfeuern und dann Spaß haben, damit ich abends noch feuern kann beim Silvester. Kommt hier als Erster in Ziel. Ja, Mensch, Sabrina, für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist nicht die neue Schuhkollektion von Puma, sondern was ist passiert? Ich bin echt vor 2 Tagen im Training richtig dumm gestürzt auf der Filmbahn. Also, ja, habe einen Sternenschwarm noch hingelegt, aber der hatte nichts mehr gebracht. Also richtig, ja, den Fuß so umgeknickt. Also eigentlich noch mich um mich rumgedreht und habe gedacht, ich könnte noch abfangen, aber dann hat der Fuß dann jetzt nicht mehr gefangen. Ja, habe mich schon gefreut und habe vor 3 Tagen mal noch die Strecke extra angeguckt und den Berg, wo wir hoch müssen und war schon voller Vorfreude. Ja, jetzt sitze ich. Und warum du heute auch hier bist, ist, weil du einen ganz warmen Genesungsapplaus von allen bekommst. Ja, ganz. 4, 3, 2, 1 und los geht's! Jawohl! Die Teamstaffel sind gestartet. Also ich komme vom Laufen, von ganz klein auf schon, deswegen ist für mich Laufen immer die Paradedisziplin. Ja, und ich hoffe, dass ich da morgen mal bei den Laufspezialisten ein bisschen mitmischen kann, auch wenn ich eigentlich nur zum Drittelläufer bin. Auch für dich? Ja, klar, ist was ganz anderes, auch wenn jetzt eben paar 2 oder 3, leider nur 2 Top-Leute jetzt gegen sich laufen hat, als so wie jetzt die letzten Jahre. Also es gibt nochmal einen ganz anderen Motivationsschub, dann trotzdem mitlaufen zu dürfen, auch wenn man halt da nicht mithalten kann. Und da freue ich mich natürlich drauf. Und der Mini-Marathon von Wilk Müller gestartet. Ein tolles Bild. Gutes Jahr gehabt, hast auch schon viel erreicht in jungen Jahren, deine Leistungen auch stetig gesteigert. Was rechnest du dir aus für morgen gegen die Dreifachsiegerin und gegen die Triathlon-Spezialistin? Ja, also bei so einem Lauf auf jeden Fall Spaß haben, das ist der letzte Lauf in diesem Jahr und wir machen solche längeren Läufe auch immer richtig viel Spaß, deshalb werden wir schauen, was dabei rauskommt. Schnee ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil, weil ich als Afrikaner kann ja mit Schnee und Kälte halt nicht anfangen. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall um Ja, gerade in Backnang war ich jetzt schon mehrmals dabei, die letzten Jahre. Das gehört inzwischen einfach total dazu zu Silvester, dass man morgens aufsteht, sich vorbereitet auf den Lauf, dann mittags um 3 den Lauf mitläuft und dann abends den Abend schön ausklingen lässt. Im letzten Jahr 5. geworden. Welche Taktik geht man an in so einem Lauf? Also beim Zehner gibt es bei mir persönlich keine Taktik, einfach nur durch. Also Vollgas, von Anfang bis Ende. Vollgas, jawohl. Das wahrscheinlich. Kommt die Tour! Bravo! TSG Wagner-Korps gegen Riva GmbH, Klaus Tellner.
Wagnern? Gibt es da viele Freunde, Familie, alle, die besonders was auch von einem erwarten vielleicht? Ja, für die Urwagnern ist das Highlight des Jahres, oder wird überall angesprochen, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Wir fahren nicht an beim Splash-Lauf und deshalb ist schon was sehr Großes. Das heißt, wollt ihr Mittag mal die Strecke nochmal abgeben? Nee, ich kann sie in- und auswendig. Ich glaube, ich könnte blind die Strecke rumgehen. Also, ja. Jetzt ist die Anreise kurz. So, wir wohnen mittlerweile in Stammheim, Stuttgart-Stammheim. Da kann man mal so einen Silvesterlauf am Nachmittag. Das ist so eine starke Trainingseinheit, oder? Wie siehst du das morgen? Also für mich war das Laufjahr bereits nach Frankfurt zu Ende. Dann bin ich in Urlaub geflogen und habe die Saisonpause eingelegt. Mittlerweile bin ich zurück im Training. Und für mich geht es dann auch am Montag in die Wärme nach Kenia, ins Höhentrainingslager. Deshalb ist der Lauf morgen der Auftakt zur Olympiasaison. Die Zeit, schauen wir, habe ich die Streckenrekordzeit bei den Männern, liegt die bei 30,28. Hast du das zu, die Strecke schon mal angeschaut? Ich habe die Strecke, ja, ich war vor 3 Wochen, glaube ich, beim Training. Ja, da bin ich mit den Leuten mal die 4 Runden gelaufen. Die Strecke hat ihre Ecken und Kanten, also es ist halt relativ schwierig rollen zu lassen. Der Berg macht mir eigentlich weniger Probleme. Aber mal schauen, also wir werden die ersten 5 Kilometer auch doch sehr genießen und dann die nächsten 5 dann einfach schneller laufen. Und Backlang hat es geschafft und dann können wir allen Organisatoren mal einen ganz herzlichen Applaus spenden. Backlang gehört zu den Top 3 Silvesterläufen von Deutschland. Klasse, Backlang! Herzlichen Glückwunsch! 39 vom TSV Gomaringen Therapiezentrum Backlang, Stefan Hettich. Auf dem 2. Platz mit 31,13 der Rekordsieger vom Team Riva, Heiko Bayer. Und Gewinner des 30. Silvesterlaufs in Backnang um den großen Preis der Volksbank Backnang.
mit neuem Streckenrekord von 30:21 für das Team Riva, Arne Gavio. Und da sind sie nochmal alle, riesen Applaus. Hast dich gut gefühlt auf der Strecke? Ja, war toll. Tolle Stimmung. Ich hatte halt einen Radfahrer bekommen, der die Strecke frei gemacht hat, aber es war alles sehr fair. Die Leute haben Platz gemacht und war super. War es für dich schon nach der ersten Runde so, dass du dir gedacht hast, das läuft heute? Ja, also ich habe mir so die ersten zwei Runden ein bisschen Zeit gelassen und mal gucken, wie ich mich so fühle. Und die letzten zwei Runden wollte ich ein bisschen schneller laufen. Das hat sich auch gut gefühlt und ich glaube, ich wurde hinten raus dann auch ein bisschen schneller als die anderen. Arne, vielleicht noch ein Wort hier zum Backnanger Publikum. Wie hast du es empfunden hier, wo es ja auch so ganz eng durch die Gassen geht? Oh, super, also so muss sich Tour de France anfühlen an den Bergen, ja, wenn die Leute wirklich hier fast Spalier stehen und es war eine unglaubliche Stimmung. Hier gibt es einen ganz, ganz großen Applaus für unsere Siegerinnen und Sieger des 30. Backnanger Silvesterlaufs. Der große Preis der Volksbank Backnang zum 30. Backnanger Silvesterlauf, der ist Geschichte. Vielen Dank Ihnen allen, guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2016 und auf ein Wiedersehen beim 31. Backnanger Silvesterlauf, dann wieder im Hauptrennen um den großen Preis der Volksbank Backnang. Dankeschön, kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal.